In diesem Abitur Essentials geht es jetzt um Nullstellen der Logarithmusfunktion. Zuallererst wie üblich eine kurze Wiederholung zu den Nullstellen allgemein. Wenn wir Nullstellen herausfinden wollen, wollen wir eigentlich die Schnittstellen mit der x-Achse. Hier ist ja gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen einer Nullstelle und einem Nullpunkt. Nullstelle ist wirklich nur die x-Koordinate, der Nullpunkt ist sowohl x- als auch y-Koordinate. Wenn wir die Nullstelle herausfinden wollen, dann nehmen wir den Funktionsterm und setzen ihn gleich 0. Wichtig ist hierbei, dass wir beachten, ob die Nullstelle in der Definitionsmenge liegt. Wenn es nicht der Fall ist, dann hat dieser Graph womöglich keine Nullstelle. Bei der Logarithmusfunktion müssen wir, also bei der allgemeinen jetzt ln von x, müssen wir das gleich 0 setzen, um die Nullstelle herauszufinden. Und das Argument muss 1 sein. Also in diesem Fall x gleich 1. Bei einem anderen leichten Beispiel, ln von x minus 2, das ist ja einfach die Logarithmusfunktion um 2 nach rechts verschoben. Da ist die Nullstelle dabei x gleich 3. Wenn wir das hier jetzt mal anschauen, der Funktionsgraph dazu, wir haben hier bei x gleich 1 unsere Nullstelle. Das heißt, dieses Argument hier, das soll 1 sein. Das wäre hier einfach um 2 nach rechts verschoben, also bei x gleich 3. Hier jetzt wieder die Aufgabe, die ihr jetzt rechnen könnt. Einfach kurz auf Pause klicken und wenn ihr fertig seid, könnt ihr das dann vergleichen mit den Lösungen. Los geht's. Die Funktion ln von 2x plus 5. Zuallererst, wie üblich, ln von 2x plus 5, den ganzen Funktionsterm, gleich 0 setzen. Das ist genau dann der Fall, wenn das Argument, also das, was in der Klammer steht, 2x plus 5, gleich 1 ist. Und jetzt muss ich diese einfache Gleichung lösen. Also minus 5, 2x ist gleich minus 4, geteilt durch 2, x ist gleich minus 2. Das folgt, meine Nullstelle, x1 nenne ich es jetzt mal, ist bei minus 2. Hier gibt es keine andere, hier gibt es nur eine. Das wäre die erste Lösung. Kommen wir zu diesem Fall. Minus 3 mal ln von minus x² plus 4. Das gleiche wie vorhin. Minus 3 mal ln von minus x² plus 4. Das Ganze soll jetzt 0 sein. Dieses Ausrufezeichen heißt, das soll 0 sein. Wir können es zuallererst mal ein bisschen vereinfachen. Wir kennen ja den Satz vom Nullprodukt. Wenn ein Faktor 0 ist, ist das ganze Produkt 0. Das minus 3 kann ja nie 0 werden. Das heißt, es reicht mir auch, wenn ich hier betrachte, nur diese Funktion. Und das ist genau dann 0, wenn minus x² plus 4, also wieder das Argument, gleich 1 ist. Das jetzt wieder lösen. Also minus 4 ist minus x² ist gleich minus 3. Das kann man zur Einfachheit halber mit minus 1 multiplizieren. Haben wir x² ist gleich 3. Und daraus folgt, x1 ist Wurzel 3 und x2 ist minus Wurzel 3. Das wären die zwei Nullstellen bei dieser Funktion. Hier wieder dasselbe Prozedere. Den gesamten Funktionsterm gleich 0 setzen. Das hier soll 0 ergeben. Das können wir also relativ schnell vereinfachen. Wir multiplizieren hier mit dem Nenner. Also mit 1 minus ln von x ins Quadrat. Auf der linken Seite kürzt sich dann raus ln von x Quadrat plus 1 und auf der rechten Seite haben wir 0 mal das Ganze und 0 mal das Ganze ist ja einfach 0. Jetzt können wir hier minus 1 rechnen und haben dann ln von x ins Quadrat ist gleich minus 1 und hier an der Stelle können wir schon aufhören. Weil wir haben die ln-Funktion ins Quadrat. Das heißt, hier kommt immer
eine Zahl raus, Größe 0, für alle x Element der Definitionsmenge. Die rechte Seite ist aber negativ. Das heißt, hier habe ich keine Nullstellen. Die nächste Funktion. Ln von 2x plus 8 durch x². Same procedure. Die Funktion gleich 0 setzen. Bitte auch immer hinschreiben. Das soll gelten. Das gilt genau dann, wenn 2x plus 8 ist gleich x², durch x², Entschuldigung, ist gleich 1. Das Argument muss 1 sein. Dann wird die Logarithmusfunktion 0. Jetzt vereinfachen wir. Wir holen das x² auf die andere Seite. Haben wir auf der linken Seite 2x plus 8 ist gleich x². Dann machen wir minus x², damit wir eine quadratische Funktion haben, die gleich 0 ist. Und da können wir jetzt die Mitternachtsformel anwenden. Mitternachtsformel, die liefert mir, und das könnt ihr jetzt selber ausrechnen, x1 ist minus 2 und x2 ist gleich 4. Das wären die zwei Nullstellen. Mehr gibt es hier nicht. Die letzte Funktion. Der wunderbare Satz vom Nullprodukt. Zuallererst, ganz normal, 0,5 minus x mal ln von 1 minus 1 durch x. Das soll 0 sein. Hieraus, aus dem ersten Produkt, aus dem ersten Faktor, weiß ich sofort, x1 ist gleich 0,5. Das hier muss ich jetzt gesondert betrachten. Ln von 1 minus 1 durch x, wann das denn 0 wird? Das ist jetzt die Frage. Das wird ja genau dann 0, wenn 1 minus 1 durch x 1 ergibt. Wieder dasselbe Spiel, das Argument soll 1 ergeben, dann ist ln von x 0. Also ln, die ln-Funktion hat die Nullstelle. Jetzt rechnen wir einfach minus 1 und haben dann minus 1 durch x ist gleich 0. Oder, wenn wir das ein bisschen vereinfachen, 1 durch x ist 0. Das soll sein. Aber wie ihr bestimmt wisst, ist das ja eine gebrochen rationale Funktion, die eine senkrechte Asymptote bei 0 hat, bei x gleich 0, und eine waagrechte bei y gleich 0. Das heißt für uns hier, 1 durch x kann nie 0 werden. Wir nähern uns zwar der 0 an, aber wir erreichen sie nie. Also keine Nullstelle.